Nach der 03 kommt die Kandidatin mit der Startnummer 04 und die kommt aus dem westlichen Teil von Deutschland und wir haben eine Gemeinsamkeit, nämlich ich hatte damals dasselbe Lieblingsfach in der Schule wie Sie, nämlich Biologie. An der Stelle liebe Grüße an meinen alten Biologieprofessor Dr. Singer. Ich freue mich auf bald. Aber jetzt zurück zur Kandidatin 04. Biologie eben, da fühlt man sich ja an zwei Orten ganz schön wohl. Zum einen draußen in der Natur oder aber drinnen in einem ganz besonderen Museum. Ich bin die Leonie, ich bin 13 Jahre alt und komme aus dem Saarland in Deutschland. Ich bin ein spontaner, kreativer, aufgeschlossener, witziger Typ. Meine Traumberufe später werden Sängerin, Schauspielerin oder auch Biologin. In meiner Freizeit singe ich und tanze ich sehr gerne, aber vor allem interessiert mich die Biologie. An der Biologie interessiert mich das Forschen, auch die Entstehung der Menschen und der Pflanzen. Meine Eltern haben mir von Anfang an beigebracht, mit der Natur umzugehen und sie zu erkennen, was es alles gibt, wenn man im Wald spazieren geht zum Beispiel. Ich wollte schon immer mal ins Naturhistorische Museum, weil es das bei uns in Deutschland jetzt nicht in dem Ausmaß gibt. Also das ist ja einfach sehr groß und auch vom Material her viel größer als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Momentan konzentriere ich mich als erstes mal aufs Singen und aufs Tanzen, weil mit Biologin, da habe ich noch ein bisschen Zeit, um den Berufswunsch auszuüben. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich beim Kiddie Contest dabei bin. Das ist Wahnsinn. Im Gepäck Mama und Schwester, die auch ganz aufgeregt sind, bestimmt. Ich frage mal die Schwester Elena, gell, ist der Name. Elena, was kannst du jetzt deiner Schwester mit auf den Weg geben, auf dem Weg auf die Bühne? Ich denke, wenn sie so ist wie immer, wenn sie sich selbst ist, dann kann gar nichts schief gehen und ich drücke ganz fest die Daumen. Dann schicken wir sie schon raus, oder? Würde ich sagen. Ganz schnell die nächste Kandidatin will ja raus. Leonie hat sich einen Hit geschnappt von Stephanie Heinzmann aus der Schweiz. My man is a me man, ganz genau. Heißt aber jetzt ganz anders. Hier ist die Startnummer 04. Leonie und Lila Kindervilla.
Startnummer 04. Froh, dass vorbei ist jetzt, oder? Nein, ich hätte doch ein bisschen länger auftreten können. Naja, kann ja noch werden. Wer weiß, was die Zukunft so bringt. Auch du sehr sportlich, habe ich gehört. Du machst Leichtathletik. Genau. Ganz schön oft und ganz schön viel. Was denn genau? Also vor allem mache ich Werfen, also sowas wie Speer oder Kugel. Oh, wow, wow. Ja, bei mir liegt die Kraft eher in den Armen, ja. Okay. Also gut beschäftigt die ganze Woche über dann immer. Ja. Sportler oder Popstar-Karriere? Also ich würde sagen, Popstar-Karriere wäre natürlich super, genauso wie Sportler-Karriere, aber es ist ja schwierig, weil nicht jeder kann sich den Traum verwirklichen, Popstar zu werden. Ach, Biber, wir träumen heute einfach mal, das kann alles funktionieren. Ja gut, dann Popstar. Gut, danke schön, Leonie. Okay. Deine Eltern warten, danke. Deine Familie. Lila Kindervilla, Leonie, Startnummer 04 und diese Nummer müssen Sie sich merken. Am besten schon mal Bleistift und Papier rauslegen und immer alle Startnummern notieren, damit man nachher auch mitstimmen kann. Denn Sie zu Hause entscheiden ja, wer wird Sieger beim Kiddie Contest 2008.